So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu The On The Road. Heute ist der 31. Das heißt, es gibt Geld auf vielerlei Ebenen, aber es heißt auch, On The Road ist seit einem Tag offiziell draußen, beziehungsweise im Early Access, nämlich seit dem 30., sprich seit gestern. Early Access heißt, ihr könnt es jetzt auf Steam erwerben, Early Access, nicht Alexa. Das heißt, ihr könnt es jetzt im Early Access erwerben für 14,99 € bei Steam unter den Reiter Early Access. Das heißt auch, wir schauen jetzt ab und zu mal wieder in das Spiel rein, was hat sich verbessert im Vergleich zur Closed, also zur Alpha vorher. Ist es so im Early Access anbietbar? Ist es nicht anbietbar? Gibt es noch großartige Fehler? Natürlich gibt es in der Early Access immer Fehler, aber funktioniert das Wirtschaftssystem so minimal? Funktioniert die Routen minimal und so weiter und so fort? Deswegen, wir gehen auf Profil, erstellen sicherheitshalber ein neues Profil. Das nennen wir einfach A. Akzeptieren. Firmenname ABC. Akzeptieren. Wir starten in der Hansestadt Hamburg. Das sind weiterhin noch irgendwelche Dinger halt, ne? Platzhalter und auf Schwarz. Wir gehen auf Akzeptieren und dann laden wir das Ganze. Ich habe schon mal kurzerhand reingeguckt, um zu gucken, ob funktioniert. Das Problem ist nämlich, meine Zeit ist auch relativ begrenzt. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, ja, es funktioniert. So, wir sind hier. Erstmal, was hat sich im Vergleich zum letzten Video geändert? Einstellungstechnisch. Ich habe Grafik mittlerweile alles auf sehr hoch, beziehungsweise man kann es dann einstellen. Auf sehr hoch. Audio kann man jetzt anpassen, allgemeine Lautstärke zwar nur, aber immerhin. Musik gibt es halt immer noch nicht. Mit linker Maustaste erhöhen, mit rechter Maustaste verringern. Ansonsten Spiel auf Deutsch, wie man es halt dementsprechend kennt. So. Wir starten weiterhin hier an der Logistikzentrale, jedes Mal, wenn wir das Spiel neu laden. Starten einmal den Motor. Gehen mit T da rein. Escape. Da haben wir jetzt hier ganz neu die Schnellhilfe. Da wird mal kurz in Englisch und in Deutsch erklärt, was zu machen ist. Es ist immer noch so, dass hier da steht, nutze zum Bremsen den Retarder so oft wie es geht, sonst verlierst du zu viel Bremsdruck und du kannst die Bremsen nicht mehr lösen. Das ist nicht so gewollt, ebenfalls wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das ist halt momentan aus irgendeinem Grund einfach so. Deswegen sehr viel mit Retarderbremsen. So, und das sind hier unsere Wirtschaftsaufträge, ne? Easy Tank Hamburg Nord nach Easy Tank Schwarze Berge, bringt 803 Kohle. Dann haben wir hier Easy Tank Bremen Nord, Easy Station Bremen, Rostock, Hamburg, Magdeburg, Easy Tank Prenzlauer Berg nach Easy Tank Schwarze Berge. Und Easy Tank Prenzlauer Berg nach Waldersdorf. Und keine Ahnung, wo der Prenzlauer Berg ist. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal den Auftrag, weil er einfach in der Nähe ist. Und zwar von, ja, Ladung ist generik, ne, 01, ne, ist halt nicht definiert. Von Easy Tank Hamburg Nord nach Easy Tank Schwarze Berge 803. Sprich, das kostet gar nicht mehr so viel. Und da sehen wir auch schon, wo wir jetzt erstmal hin müssen. Dort oben und, na, wir haben einen Fall. Wir sehen uns auf der Karte. Dankeschön, lieber Entwickler. Dankeschön. Dass wir uns jetzt auch sehen. So, wir lösen das Ganze. Also halt kurz hier Bremse rein. Ich erhöhe kurzerhand mal, egal wie dumm sich das jetzt anhört, den Retarder. Denn laut Optionen, Eingabe, nächste Seite, Retarder aktivieren Q, Retarder Stufe hoch E, Retarder Stufe runter F. So, und da wir ja mit Retarder bremsen müssen und der Retarder relativ, naja, nennen wir es mal jetzt nicht so der geilste ist, geht's weiter. Wir haben weiterhin immer noch eine Motorstörung, warum auch immer. Und fahren jetzt mal los. Und man hört schon, die Lautstärke ist jetzt sehr angenehm. Die Steuerung ist weiterhin, naja, etwas gewöhnungsbedürftig. Lenkrad-Support gibt es immer noch nicht. Soll aber wohl später kommen. Ich bin gespannt. So, jetzt fahren wir erstmal hier zur Tankstelle hoch. Und gucken mal, was hier Phase ist. Vorweg, für alle, die jetzt vielleicht die ersten Videos da on the road oder das erste Video eher gesagt, ich habe es jetzt noch ein Video gemacht, ich hatte eigentlich ein zweites, habe ich in die Tonne gekloppt, da kam nämlich noch intern dann ein Patch raus, den wollte ich euch zeigen, hat allerdings nichts funktioniert, ich habe glaube eine halbe Stunde lang bin ich durch Berlin gecruised und wusste halt nicht, was Phase ist, weil man halt nicht angezeigt bekommen hat, wo man ist und hatte danach so die Schnauze voll, da sind auf jeden Fall interessante Grafikfehler drin. Hatte danach so die Schnauze voll, dass ich euch das auch nicht zeigen wollte, weil es sinnlos gewesen wäre. Und weil ich 2 Stunden lang für umsonst an was gesessen habe, was ich im Endeffekt in die Tonne geschmissen habe. So, deswegen, also wer das erste Video von mir noch nicht gesehen hat, mir geht es hier erstmal in erster Linie bei On The Road
ja, oder OTR, nicht darum, jetzt hier euch meine realistischen LKW-Skills zu zeigen, sondern mir geht es darum, euch die Spielinhalte zu zeigen im Sinne von, funktioniert das Wirtschaftssystem, was geht nicht. Und da hier in den Städten momentan noch nicht viel los ist, bis auf KI-Verkehr und alles, und die Ampelschaltungen auch relativ lang sind und auch wieder nach diesen, also laut meinem Gefühl so nach diesem Klebeprinzip ist, also nach diesem Klebeprinzip da ist, sprich, eine rot, zack, ist die eine rot, ist die nächste grün. Das sind im Übrigen die Sounds, wenn man gegen ein Objekt fährt, beziehungsweise kollidiert. Das wollte ich euch in dem Sinne mal kurzerhand zeigen. Vom Sound her ist es soweit eigentlich ganz okay. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, der euch sagen kann, ob sich ein MAN-TGS so anhört. Aber ja, ist schon mal gut. Ist schon mal auf jeden Fall auch immer gut, dass man die Lautstärke mittlerweile regulieren kann. Ja, aber ansonsten geht es mir halt darum, euch zu zeigen, wie wir die Aufträge von A nach B nach C fahren und nicht hier sinnlos in einer halbleeren Stadt irgendwo rumfahren. Early Access heißt natürlich in dem Sinne auch, dass das Spiel nicht fertig ist. Das Spiel wird jetzt natürlich verkauft und wird weiterentwickelt. Natürlich auch mit dem Geld, was jetzt durch die Early Access-Verkäufe reinkommt. Ja, das heißt im Endeffekt nach Abzug von Steam-Gebühren und den ganzen anderen Blödsinn und Steuern, ne, ist es jetzt im Endeffekt so, dass die Weiterentwicklung vom Spiel unter anderem auch mit diesem Geld finanziert wird, ne, versteht sich. So, deswegen ist es ja noch lange nicht final. Ich bin gespannt, wie es am Ende fertig wird, weil Potenzial sehe ich in diesem Spiel schon. Gerade in der Richtung etwas realistischer oder etwas tiefgreifender, nein, nicht realistischer, aber etwas tiefgreifender zu sein als ETS und ATS. Was meine ich damit? Im Endeffekt ist ja so, bei ETS gab es ja oder gibt es an sich ja sehr viele Wünsche, dass das ein bisschen tiefgreifender sein soll. Sprich mit Aussteigen, mit Rumlaufen, mit selber beladen, whatever. Um das Ganze vielleicht so ein bisschen tiefer in die Materie reinzumachen. Ob das nun on the road als sich als Zielvorschrift gesetzt hat, weniger, weil in der Roadmap steht ja drinne, dass es ein Wirtschaftssystem gibt, also Stufe 1, das ist ja jetzt schon so ein bisschen mit integriert, aber noch lange nicht fertig, man nimmt jetzt halt Aufträge über so einen Bildschirm an, kennt man ja auch von ETS, allerdings ist die Ware halt noch nicht so ganz definiert, wow, ja, allerdings ist die Ware noch nicht so richtig definiert und alles, und es soll noch ein Wirtschaftssystem der Stufe 2 geben, das soll dann umfangreicher werden, mit Firmen, Mitarbeitern bauen und so weiter und so fort. Gibt es im ATS, ETS auch schon. Gucken wir mal, wie die das anders machen. Und inwiefern das allgemein Einfluss auf das Spiel nimmt, das ist ja auch immer noch eine wichtige Sache. Weil wenn es rein bei ETS ist, ist es ja auch rein Zahlen, ne? Man hat halt die Arbeiter und alles und na gut, das Spiel sagt dir so ungefähr, was deine Mitarbeiter gerade machen, wo sie fahren, was sie fahren, was sie verdienen pro Kilometer und so weiter. Ne? Bin mal gespannt, wie das hier umgesetzt wird. Aber OTR geht ja eher oder will ja eher mehr in die Richtung. Naja, ich betätige den Retarder. Passiert halt nichts, ne? Also, Aber OTR geht ja in die Richtung Gliederzüge, Sattelzüge. Gliederzüge, also Container. So was, was wir jetzt hier zum Beispiel haben, ist ja jetzt, ne, kein normaler Sattel, ne, das ist ja so 7, ich weiß nicht, ist das 7,5 Tonner? Ich glaube, das geht schon an 7,5 Tonner ran. Oder sind das 7,5 Tonner? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, aber die wollen ja sowas wie Gliederzüge und sowas, was halt ETS und ATS nicht hat. Das ist ja so dann das Hauptargument, plus halt, versteht sich, deutscher Verkehr, beziehungsweise deutsche Region, deutsche Umgebung und alles, ja. Aber vielleicht macht es so das ein oder andere Haus, du ab, du Scheißfliege, die ein oder andere Sache etwas, etwas anders, etwas realitätsnah, man weiß es nicht. Schau mal halt einfach mal. Weil es ist nicht leicht, eine Alternative zum den Simulatoren von SCS zu finden, muss man halt auch sagen. Ja, es wird schwierig da sein, die Massen in Anführungsstrichen zu begeistern. Zumal ETS ein sehr großer finanzieller Erfolg ist, was Verkaufszahlen angeht.
Und ich glaube, über 3 Millionen Exemplare alleine auf Steam. Ne? Das sind damals noch außerhalb von Steam. Das kam ja 2009 raus. Das ist dann noch nicht mit einberechnet. Tja, das ist ein bisschen schwierig da anzuknüpfen. Aber gerade mit der Idee, mit den Gliederzügen und alles, schauen wir mal. Man kann da so ein bisschen was rausholen. Weil, wie gesagt, die Realität vom Fernfahrer, ja, oder vom LKW-Fahrer, aber Fernfahrer wird es ja richtig genannt, die, ja, sieht nämlich ein bisschen anders aus. Klar, das Fahren ist ein wesentlicher Aspekt des Ganzen, aber da ist so vieles selber laden, weil sich die Firmen heutzutage auch zu fein sind, das noch zu machen. Das soll der LKW-Fahrer schön machen. Und ansonsten ist da sehr, sehr viel Formulare ausfüllen, ja. Das muss jetzt natürlich im Spiel nicht so integriert sein, ist klar, aber bleiben ein bisschen tiefgreifender. Schauen wir mal. Das weiß ich in dem Sinne, weil, ne, Klick ist ja Fernfahrer, beziehungsweise Berufskraftfahrer, so nennt sich es dann in dem Sinne. Und war schon öfters mal mit ihnen dabei. Und ja, da weiß ich so ungefähr, was da Phase ist. Es ist ein Job, wo du halt immer wirklich so der Arsch bist. Ja, das soll natürlich im Spiel, soll natürlich größtenteils positive Aspekte hervorgehoben werden, ne, ist klar. Aber, naja, vielleicht um die ganze Thematik da ein bisschen. Mal weiß es nicht. Aber auf jeden Fall LKW-Vielfalt, gerade das mit den Gliederzügen. Sattelzügen, Containerzüge und so weiter und so fort. Ich glaube, Gigaliner ist jetzt nicht so wirklich hier drin. Ist ja in Deutschland auch nicht möglich. Ja, sowas halt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bin auf jeden Fall gespannt. Bis jetzt, jetzt schon mal positiv hervorheben, egal wie dumm sich das anhört. Danke für den Pfeil, dass ich sehr wo ich bin. Ja, und die KI, ja, die KI halt. Ne? Gucken wir mal. Die KI könnte eventuell noch ist ein größeres Problem an dem Spiel werden. Und die Fahrphysik. Weil beides muss eigentlich ja, klappen, dass man hier ja, ruhig spielen kann. So, das ist unsere Abladestelle. Und da haben wir die Zusammenfassung. 22,3 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben 800 Euro bekommen. Reparation 38,8. Schaden im Prozent 0. Abzug Erlös 0 Euro. 0 Euro. Und damit haben wir 803 Euro verdient. Sehr schön. Problem an der Sache ist, muss ich einmal auf Escape gehen, um das da zu bestätigen. Sonst geht es nämlich nicht. Okay. Gut, da hätten wir schon mal unseren ersten Auftrag erledigt. Lesefest. Wir haben natürlich auch Kapital, 136.000. Was ich sagen kann, ja gut, was kann man damit machen? So viel kann ich euch sagen, nichts. Ne? Man kann hier momentan nichts damit machen. Noch nicht. So, EasyTank Hamburg West nach Foot and Out gibt es 398. Ocken dafür, wir sind aber allerdings jetzt natürlich hier unterhalb von Hamburg. Das versteht sich. Wo ist man da hin? Wir fahren einfach mal. Ach, von dort nach. Was? Von dort, wo wir jetzt sind? Das ist ganz gut. Nach da oben. Ja, dann passt das doch. Gehen wir mal auf zurück und auf fahren. Wir gehen mal hier raus. Ja, obwohl ich hier drin jetzt gerade nichts sehe. Ich fahre noch mal sicherheitshalber mal eine Runde. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas verpassen. Aber nö, hier ist jetzt nichts. Also keine Markierung halt verpassen, ne? Aber das scheint so zu passen. Gut, dann fahren wir mal wieder hier zurück. Ja. So ungefähr. Positiv, eventuell zu sagen, die KI-Fahrzeuge sind keine Betonblöcke. Das heißt, wenn man dann mal kollidiert, dann kollidiert man, ja, zum Beispiel das, und jetzt fährt der nächste auf, bam, und dann fährt der nächste auf. Zack, da habe ich in den Spiegel geguckt. Ja, das ist, ja, die KI ist noch nicht die Schlauste. Das muss man sagen. So, wie gesagt, wir drängeln uns hier, ja, gut, je nachdem, was man hier vorbeidrängeln sagen kann. Der Lenkradeinschlag ist viel zu langsam. Das ist so also das, was mir jetzt hier im Allgemeinen auffällt. Danke. Na, was denn jetzt?
So, gut, danke. Ja, der Lenkrad-Einschlag ist halt arsch langsam. Momentan gibt es noch keinen Lenkrad-Support, wie gesagt. Das ist schade, aber kommt dann hoffentlich später noch dazu, weil Tastatur ist halt echt. Tastatur ist halt echt so eine Sache. Beziehungsweise, wenn man den Lenkeinschlag noch kontrollieren könnte, sprich wie schnell und wie langsam und alles, dann wäre das so weniger ein Problem. Aber so jetzt hier, da muss man echt schon, da muss man echt schon ein bisschen aufpassen. So, dann geht's mal hier auf so eine halbe Stadtautobahn. Geschwindigkeitsmäßig, so solche Straßen hier 80, das haut ja eigentlich alles hin. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass LKW so 90 dürften, theoretisch. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hoffe mal. Ich glaube hier, das soll ein Elbtunnel darstellen. Oder? Ja, das könnte ein Elbtunnel darstellen. Könnte. Bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte. Sieht zwar jetzt nicht gerade besonders schön aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Viel zu klein. Also von der Deckenhöhe her viel zu klein. Also ich gehe jetzt hier die ganze Zeit auf Retarder. Ne? Ihr seht, wie langsam der ist. Der macht immer mal so... Der bremst halt noch zu langsam dafür, dass man hauptsächlich mit dem Retarder bremsen soll. Ist der halt zu lahmarschig momentan noch. So, sind wir in Hamburg wieder drin. So, ich fahre da mal durch, weil die Rotphasen sind halt echt nur so für Fußgänger. Es gibt halt momentan noch keine großartigen Fußgänger hier. Also von daher, wie gesagt, sehe ich das jetzt auch nicht so verbissen. Es gibt auch momentan noch keine Strafen für Missachtung von Verkehrsregeln. Das gibt es auch noch nicht. Also sprich, ich kann jetzt hier so rasen, wie ich will. Ich kann Fahrzeuge rammen, wie ich will. Bis auf Fahrzeugschaden, obwohl den hatte ich jetzt gerade eben auch nicht, habe ich da bis dato noch nichts gesehen. Aber ist da momentan noch so, hat da momentan noch so einen Freibrief auf Deutsch übersetzt. So, ach nee, hier sollten wir die Kacke abholen und jetzt liefern wir das erst. Naja gut, dann machen wir es halt so. Ja, und solche Soundfehler gibt es halt auch noch. Aber für 300 Mark, da müssen wir nicht weit fahren, würde ich sagen. Wow. So. Warum die Störung am Bordcomputer noch ist, kann ich euch halt auch nicht sagen. Die gibt es aber, wie gesagt, schon seit Alpha. Wer weiß. So, da lassen wir den hier ein bisschen ausrollen. 10 km/h drüber, wie gesagt, ist jetzt nicht so drastisch. Wie gesagt, in der Stadt mehr Leben auf jeden Fall. KI-Menschen, KI-Fahrzeuge gibt es ja schon. Aber zum Beispiel hier, das sind ja teilweise halt komplett verwaiste Viertel noch. Das muss, also es muss auf jeden Fall noch mehr Leben hin. Aber ansonsten muss man loben, wie die Städte aussehen. Das meine ich in dem Sinne total ernst, weil wenn man so die ETS und die Städte so anguckt, ist es eher so, nee, ja. Also jetzt so was die Add-ons angeht, also sprich Skandinavia und Viva la France, da ist es schon ein bisschen anders, da haben sie schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber so diese, gerade die deutschen Städte, also gerade so alles, was im ETS so am Anfang da war, also so die halbe Europakarte, das waren halt wirklich nicht so Städte. Hier hat man halt wenigstens richtige Städte mit Wahrzeichen, die auch korrekt platziert sein sollen und auch korrekt aussehen sollen und alles, also die man auch befahren kann. Zum Beispiel Berlin die Siegessäule oder irgendwie in der Nähe vom Hamburger vor allen Dingen, vom Brandenburger Tor und alles. Oh, ich habe noch einen Blinker an. Das ist schon cool. Ja? Da merkt man halt auch einfach, ja, das sind Städte. Ja? Ist halt aktuell nur noch ein bisschen leer. Das ist jetzt noch nicht so geil. Aber WTF. Alles klar.
So, Zusammenfassung 14 Kilometer. Dann haben wir weiterhin keinen Schaden. Ich muss ja einmal auf Escape. Oh, nee. Nee, ich will schon noch fahren. So, dann haben wir das jetzt angenommen? Haben wir angenommen. Ja. Haben wir schon mal zwei gute Aufträge gemacht und so geht das jetzt theoretisch weiter. Meine Freunde, sagt mir, sollen wir noch ein Part machen? Also soll ich jetzt einfach mal so alle zwei Tage ein Part droppen? Habt ihr Fragen? Habt ihr irgendwas, was ihr halt wissen wollt? Whatever, schreibt es gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zum Spiel? Ne? Nehmt da gerne, schreibt es entweder in die Kommentare oder nehmt oben rechts jetzt am i, beziehungsweise das i ist bestimmt schon vorher eingeblendet worden, einfach an der Abstimmung teil, wählt da eure generische Antwort aus, ist eure Antwort nicht dabei, schreibt halt einen Kommentar. Ne? Ich bedanke mich trotz all dem fürs Zuschauen, also nicht trotz all dem, sondern ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen so rum. Lasst ein Däumchen da und ja, dann einen wunderschönen Freitag euch. Schönes Wochenende. Tschüss.